So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Eine neue Folge Pokémon Go. Sandra verprügelt gerade das Kind. Sandra, nicht so dolle, ich habe alles auf Kamera. Ne? Hier seht ihr das zugeschneite Auto. Ne? Zack, das halte ich von der Menschheit. Liebe! So, dann haben wir hier Fußspuren. Wir haben hier Gummilatschen. Wir haben wieder hier, dass immer wenn du in die Stadt gehst, die Leute sich reihenweise rumdrehen und sagen, oh, guck mal eine kurze Hose. Margit, guck dir die Hose an. Und ich denke immer, boah, die Gummischuhe. Vergesst mal die kurze Hose. Die Gummischuhe sind viel schlimmer. Dadurch die Löcher und dir ziehen die frieren die Füße ab. Das interessiert kein Schwein. Die Leute gucken immer nur auf die... Jetzt schlägen die mich ab. Die gucken immer nur auf die Hose. Guck doch mal auf die Schuhe. Ja, hier oben, nicht da unten, also nee, noch weiter unten und nicht da oben. Wir wollen jetzt erstmal kurz zum Frühstück fahren, Frühstück essen. Dann möchte ich mal mein Go Plus 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 Minus, das habe ich mir schon vor einem halben Jahr gekauft, bis jetzt lag es irgendwo in einem Karton verschwunden rum. Das möchte ich mal aktivieren, koppeln, dass ich diese Relaxo-Forschung bekomme und dann irgendwie die Forschung so machen, dass ich dann irgendwann die ganzen Relaxo abholen kann, damit ich auch so ein Relaxo mit Schlafmütze habe und vielleicht ein Shiny Relaxo dabei ist mit Schlafmütze. Das wäre richtig cool. Ich habe ja gesagt, eigentlich hole ich mir das Ding, hole mir die Forschung und dann verlose ich das. Man könnte auch die Relaxos verlosen aus der Forschung. Die brauche ich ja jetzt eh nicht mehr. Ob ich das Ding brauche, weiß ich nicht. Das werde ich jetzt die nächste Zeit einfach mal ein bisschen testen. Schlaf tracken und so weiter. Muss sehr viel machen. Und dann mal gucken, ob wir das noch verlosen. Oder die Relaxos verlosen. Oder gar nichts verlosen. Oder wir verlosen Hosen. Aber jetzt gehen wir erstmal zum Frühstück. So, da liegt die Wurst. Guck, da liegt die Wurst. So, pass auf. Hier liegt die andere Wurst. Also das ist jetzt das Frühstück, ne? Was das ist, weiß ich nicht. Da ist Brötchen, da ist Wurst. Und jetzt knallen wir uns jetzt wieder alles zusammen auf eins, damit wir wieder so ein schönes Krankenhausfrühstück haben, wie immer. Oh mein Gott, die Herz machen schon wieder verrückt. Die Herz, Sandra, wir müssen die Herz umstellen. Das Licht macht Probleme. Also so sieht's vorher aus und so sieht's nachher aus. Ne? Vor allem hier die Butter nicht vergessen, die restlichen Scheiben Wurst. Da ist noch hier die Marmelade. Dann könnt ihr das auch zusammenklappen, wenn ihr fertig seid. Moment, ich habe die Gurke vergessen und die Tomate. Den Salat. Okay. Mann. Dann habt ihr wieder ein klassisches Krankenhaus-Sandwich. So, wir sind jetzt fertig. Wir haben jetzt Frühstück gemacht. Fuxi will noch ganz kurz sich hier einen Termin holen bei dem Nageldings da um die Ecke. Und ich möchte euch noch einmal diesen Laden zeigen, den ich so genial finde. Dieser Snackboy, dein Snack für zwischendurch, 24/7 geöffnet. Geht mal da rein, guckt mal, was ihr hier habt. Der Greifer ist leider leer, aber dann habt ihr hier einen Snackautomaten. Da sind viele verschiedene Snacks drin und was ich richtig toll finde, hier gibt es sogar Samyang. Und dann auch noch verschiedene Sorten. Hier ist Käse, dann ist Curry, dann ist Habanero Lime, dann hast du Carbonara. Wenn du wirklich nachts mal Bock hast auf Samyang, kannst du 3 Uhr nachts einfach hierher, kannst dir noch eine Samyang Cheese holen. Hier habt ihr verschiedene Tabaksorten oder irgendwas. Geht mich nichts an. Hier habt ihr wie ein Spielautomat, da könnt ihr hier zocken und irgendwas abschießen und Punkte machen. Und dann kriegt ihr zusätzlich halt dann, könnt ihr euch hier Haribo-Tütchen erschießen oder sogar Gutscheine. Wunschgutschein.de, Amazon Gutscheine. Hier habt ihr verschiedene Getränke. Powerade, Calypso. Den hatte ich in Aya schon mal getestet. Den haben wir letztens mega teuer irgendwo mitgenommen aus einem anderen Laden. Hier kostet er auch 3,80 Euro. Hier ist sogar Mountain Dew Frostbite dabei, den ich mir aus Kanada bestellt habe. Andere Mountain Dew Sorten, andere Sachen allgemein. Red Bull. Hier drüben nochmal hast du auch Jack Daniels. Cola. Hat Hannes mir letztens gegönnt. Das ist nochmal Desperados, also hier eher so alkoholische Getränke, aber auch nochmal Eistee, nochmal Fanta, verschiedene Sorten und weiß ich nicht. Ich finde das übelst genial, weil das wirklich 24/7 auf hat. Ist schön eingerichtet, wirkt gemütlich, kommst sehr. Wirkt erstmal teuer, aber wenn du in der Stadt was trinken gehst, 3,50 für ein Bier, und hier bezahlst du dann 2 Euro, hast du trotzdem noch gespart.
Ist halt nicht so günstig wie im Supermarkt, aber immer noch besser als irgendwo in der Kneipe oder in der Gaststätte, wenn du zwischendurch einfach kurz noch ein Bierchen ziehen willst mit deinem Homie. Ich gehe jetzt raus und dann zeigen wir euch jetzt aber die Aufgaben von der Forschung, weil darum geht's ja eigentlich. So, es war ein bisschen laut im Hintergrund, aber wir haben auch noch was im Hintergrund, und zwar hier ist so eine Toilette, die finde ich übelst genial. Stadtservice Mining, richtiger oranger Container. Guckt euch den mal an. Ist der nicht schön? Ist der nicht herrlich? Da stellen wir uns jetzt mal davor. Möchten euch kurz mal die Aufgaben der Forschung vorlesen oder zeigen, wenn wir hier rüber gehen. Bei Spezial seht ihr schon eine Mütze voll Schlaf, 1 von 2. Fange 20 Pokémon in Pokebällen mit dem Pokego Plus Plus. 10 Pokémon in Hyperbällen. Drehe 15 Pokestops. Und erfasse deinen Schlaf 7 Tage lang mit dem Go Plus Plus. Das bringt also alles nichts, wenn du das per Hand machst. Du musst das mit dem Gadget machen. Das muss ich aber erstmal richtig aufladen, dass das funktioniert. Der Akku ist nämlich halb tot. Dann werde ich das mal erfüllen. Dann werde ich mal die Belohnungen abholen, auch die zweite Seite. Und das seht ihr alles hier in diesem Video. Aber guckt euch das Toilettenhäuschen an. Den Toilettencontainer. Richtig stark. Hupsi! Hallo! So, willkommen zurück zu einer Folge Pokémon Go. Die ersten 7 Tage sind um. Es ist viel passiert. Es hat geschneit. Es sind -7 Grad. Kurze Hose am Start. Müll wegbringen. Und nach den ersten 7 Tagen können wir auch die erste Seite der Forschung abholen, der Relaxo-Forschung. Guckt euch das nochmal an. Wie schön das aussieht jetzt. Alles weiß. Alles irgendwie eingedunkt, ne, in Schnee. Das bringen wir jetzt weg. Dann holen wir die erste Seite ab und gucken mal, da müsste schon das erste Relaxo mit Schlafmütze drin sein. So, wir sind jetzt hier im Käfig gefangen. Käfig-Match, guckt euch das an. Da ist der Gegner, die blaue Tonne. Aber ich bin schon fertig. Ist schon nach dem Kampf, ja. Bei mir ist übrigens jetzt gerade Freitag, wo die Go-Kampfwoche startet, wo es 2 Tickets gab, aber irgendwie jetzt nur noch 1 Ticket gibt. Aber dieses eine Ticket ist irgendwie auch noch nicht da, man kann es nicht kaufen. Vielleicht zum Eventstart. Das geht mich alles nichts an. Das geht in einer Viertelstunde los. Wir gehen jetzt aber mal hier rüber in unseren Spezialtab, eine Mütze voll Schlaf, und holen jetzt hier ab 25 Bälle. 15 Bälle, 2000 Staub, hier eine Begegnung mit einem Pokémon, ein Koalelu. Das müsste sogar neuer Pokédex-Eintrag sein für den Habanero-Account. Das heißt, den fangen wir jetzt mal ganz gemächlich, ganz gemütlich. Das ist auch ein Ding, kommst du nicht ran. Das gab es an dem einen Schlafwochenende, wo Sleep rausgekommen ist. Danach gab es... Jetzt habe ich es doch schon gehabt. Jetzt habe ich mich gefreut, dass ich einen neuen Pokédex-Eintrag kriege. 15 Angriff und dabei, ja, Größe XS ist auch noch klein. War es gar nichts. Hier ist jetzt aber ein Relaxo drin mit 1354. Wir versuchen das jetzt auch mal hier mit gelber Beere zu fangen. Hauen jetzt extra hier einen Ball drauf, einfach fabelhaft. 1, 2, leider nicht die 3. Wir nehmen mal noch einen gelben. Probieren es nochmal. Der sitzt ja schön in der Mitte, der bewegt sich ja nicht. Der springt nicht, der fliegt nicht nach links, der fliegt nicht nach rechts. Das bleibt ja theoretisch alles gleich. Ist jetzt drin, bewerten wir mal. Auf der zweiten Seite gibt es, glaube ich, nochmal 5 Stück. Vielleicht ist ein Shiny dabei. Das wäre richtig krass. Das würde ich dann zu Best Buddy machen auf jeden Fall. Das hat auch 3 Sterne, 12, 15, 11 Miningen. Wir markieren es mal. Denn das hat nicht jeder. Nur die Leute, die sich wirklich das Go Plus Plus geholt haben, haben solche Relaxos, oder die, die sich haben tauschen lassen. Vielleicht kann man die ja mal verlosen. Vielleicht kann man sonst was mitmachen. Ich bräuchte eigentlich nur eins, was ich für mich aufhebe, weil ich das cool finde. Der Rest kann weg. Und jetzt 7, 14, 21 und 28 Tage lang den Schlaf mit dem Go Plus Plus erfassen. Und dann können wir nochmal 4 Stück abholen. Gut, insgesamt gibt es also 5 Stück. Das werde ich jetzt machen und melde mich dann zurück, wenn wir die 4 auch noch abholen können. So, jetzt ziehe ich euch hier aber wieder weg. Ihr habt nämlich hier am Zaun gehangen. Ich sage, das ist ja alles Käfigmatch. Guckt euch das an. Alles Käfigmatch, alles brutal. Hier ist die Tür, da müssen wir wieder raus. So, wir sind zurück. Die 28 Tage von der Schlaferfassung sind zu Ende. Guckt mal, wo wir schon wieder sind. Kennt ihr das noch? Das Käfigmatch der WWE. Richtig genial. Nein, das ist schon wieder hier das Parkdeck beim Rewe. Da ist auch Hannes. Jetzt gehen wir mal dahin. Sieht so aus, als würde Hannes da gerade runterpingeln.
Das sieht aber nur so aus, das ist gar nicht so. Das wurde mit Photoshop rausgearbeitet. Ach, jetzt kotzt da runter, guck. Das ist auch wichtig. Hannes, wo ist es denn hin? Wir gucken mal kurz. Das sieht aber interessant aus, Hannes. So. In die Presse rein. In die Presse rein. In die Presse rein. Wir stellen uns jetzt mal kurz hier hin. Denn wir wollen ja jetzt hier mal den Rest von der Relaxo-Schlafforschung irgendwie filmen, irgendwie aufnehmen. Das ist wichtig, ich gehe jetzt hier drauf. Dann seht ihr schon bei Spezial hier eine Mütze voll Schlaf. 4 Relaxo kann ich noch abholen. Ist da ein Shiny dabei mit Mütze? Ist da ein 100 dabei mit Mütze? Ganz oben, da habe ich aus Versehen schon mal drauf gedrückt, bin ich mit dem Finger weggerutscht, ist leider schon eins zu sehen. 13,55. Ich weiß den 100er Wert nicht. Ich versuche das jetzt einfach mit Schnellfangtrick irgendwie einzutüten. So, ist es drin? Es scheint drin zu sein. Wir nehmen das nächste hier an, eine Mütze voll Schlaf. 13,31. Das andere hatte 35. Wir curven also wieder. Einfach fabelhaft, gehen raus, suchen uns das nächste. 2 Stück haben wir noch übrig. 13,41, das ist das höchste bis jetzt. Beziehungsweise kann ich mich nicht mehr an das allererste erinnern, was ich hier hatte. Auf der ersten Seite. Und eins ist noch da, wenn wir wieder runtergehen. Eine Mütze voll Schlaf, genau. Da ist die Forschung nämlich auch fertig. 13,65. Das ist natürlich richtig groß, richtig fett, richtig stark. Also so weit weg von den anderen, von der Bewertung her. Ist das jetzt fertig? Müssen wir da unten noch was abholen? Genau, hier gibt es nochmal 2500 Staub, 2500 Erfahrungspunkte. Und das alles, weil man mit dem Go Plus Plus das Knöpfchen gedrückt hat und den Schlaf gemessen hat, obwohl ihr nicht mal den Schlaf messen musstet. Manchmal ging das auch gar nicht. Ich habe das dann tagsüber 2-3 Stunden da liegen lassen einfach. Das hat es dann gemacht, okay. Wenn wir jetzt hier drauf gehen und uns die mal angucken, bewerten wir mal das kleinste mit 13,31. 2 Sterne. Okay. Gehen wir mal auf das 13,41, weil das ist ja besser. 2 Sterne. Relaxo hat wohl relativ hohe WP. Das heißt, obwohl da viel dazu kommt, kommt gar nicht viel dazu. Das 13,55er hat 3 Sterne mit 13,13,12. Und dann bleibt noch das 13,65er übrig. 3 Sterne, 15 Angriff. Und dann 12,12. Das ist leider nichts. Ihr könnt ja nochmal Relaxo eingeben. Und dann habt ihr hier unten auch das allererste nochmal. Aber das habt ihr ja in dem Video gesehen. Ich wusste schon gar nicht mehr, das allererste hatte auch 13,54 gehabt. Jetzt habe ich auf jeden Fall ein paar hier gefangen. 5 Stück habe ich jetzt, die ich eigentlich alle nicht brauche. Ich könnte alle 5 verlosen, vertauschen, verschicken, verschenken, wie auch immer. Also schauen wir mal, was wir mitmachen. Ich sage ja immer beim Lucky Trade, ich habe nichts, jetzt habe ich vielleicht doch was. Vielleicht will ja jemand mal ein Relaxo in einem Lucky Trade haben. Solange ich welche habe, kann man das vielleicht machen. Mal gucken, wann das Video hier rauskommt. Hannes, brauchst du vielleicht eins? Siehst du, Hannes weiß nicht, um was es geht. Deswegen würde ich sagen, das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Habt ihr die Schlafforschung gemacht? Dann schreibt es mir in die Kommentare. Habt ihr einen 100er bekommen mit Schlafmütze? Habt ihr einen Shiny bekommen mit Schlafmütze? Dann schreibt es rein. Ich könnte theoretisch diese Forschung auf allen anderen Accounts, die ich habe, machen. Aber ich versuche ja gerade, meine ganzen anderen Accounts irgendwie loszuwerden. Oder halt eben auch zu verlosen. Weil verkaufen habe ich keine Geduld für. Das ist mir dann zu dumm. Ich will auch nicht das Geld, das brauche ich auch nicht. Dann vielleicht mal verlosen, da sind überall noch Coins drauf, dass ich wirklich dann nur noch den Habanero habe. Und wenn der nicht mehr da ist, dann habe ich halt gar nichts mehr. Und dann war es das von meiner Seite aus. Bis zum nächsten Mal. Peace out, Vorhaut. Euer Ramses. Ciao.